wir befinden sich jetzt hier in Schlätz, einer der berühmtesten Fundstellen hier in der ganzen Welt. Und hier in Schlätz hat sich vor 7000 Jahren was passiert. Und zwar, die Bewohner in Schlätz wurden von Angreifern brutal umgebracht und niedergemetzelt. Also das, was wir gerade gemacht haben, es ist eine Feldbegehung oder auch Line Walking Surf genannt. Also man nimmt sich ein Tablet sozusagen, geht aufs Feld und geht in Linien. Deswegen heißt sie auch Line Walking Surf. Und man nimmt sich halt einen Sackerl mit, also einen Zettel und einen Stift. Und dann geht man, also man kann dann so in Punkten gehen, also A1, A2 und so weiter. Und dann kann man sich das aufschreiben und das Fundstück in einen Sackerl geben. Und dann weiß man später, wo man was gefunden hat. Hey, ich glaube, wir haben einen Knochen. Also wir arbeiten hier mit einer App, die heißt Q-Field. Mit der kann man Punkte vermessen per GPS, wo man was gefunden hat. 20! Wichtig zu beachten ist es, wenn man sowas macht, Fundstücke zu suchen und das dann mit der App, dann sollte man schon darauf achten, dass es halt nicht mit Teer ist, nicht zum Beispiel verwachsen wie da, hier wie man es hier sieht, sondern schön geackert, weil das wirklich geht. Bei der Stadt würde das zum Beispiel auch nicht gehen. Und was auch wichtig zu wissen ist, dass man das nicht einfach jetzt überall machen kann, bei irgendwelchen Ackern oder so. Man sollte schon auf eine Erlaubnis fragen, weil wenn man das jetzt ohne Erlaubnis macht und irgendwo hingeht, kommt man raus für ins Buch, Anzeigen und so. Also nach der Feldbegehung werden dann hier die Fundstücke gewaschen und trocknen. Hey, schau, ein Silex. Zeig mal her. Ist wirklich schön. Wo hast du das her? Habe ich gefunden. Was machst du gerade? Also, das ist halt eine Datenbank und dann kannst du, also wir haben einen Silex gefunden und dann kannst du halt die Fundstücke da eingeben. Und die Datenbank ist mit dem GIS verknüpft und dann entsteht sowas. Also die rote Linie ist halt da die Fläche, also da wo wir rumgegangen sind. Und da das Gelbe, das ist halt sind halt die Fundorte. Und heute haben wir eine neue Fundstelle entdeckt.